Wir begrüßen Sie recht herzlich in der Klinik Bad Aibling, einer von vier Kliniken der Stadt und des Landkreises Rosenheim. Bad Aibling liegt im Mangfalltal an der Mündung der Glonn in die Mangfall, inmitten einer alten Kulturlandschaft mit Bergen und Seen. Die Romed-Klinik Bad Aibling ist mit 140 Betten ein Haus der Grund- und Regelversorgung. Sie ist umgeben von einer kleinen Parkanlage, die zum Verweilen einlädt. Für Besucher und Patienten stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Die Klinik steht für eine moderne und umfassende medizinische und pflegerische Betreuung auf höchstem Niveau. Insgesamt versorgen etwa 300 Mitarbeiter rund 7.550 stationäre und 8.100 ambulante Patienten im Jahr. Sie als Patient stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir widmen Ihnen alle Aufmerksamkeit und Sorgfalt, um Sie möglichst wieder gesund zu machen und um Ihren Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten. Ihre Anregungen, Kritik wie auch Lob nehmen wir gerne entgegen. Die Klinik Bad Aibling verfügt über folgende medizinische Fachbereiche. Der Narkosearzt informiert den Patienten über das für ihn geeignete Anästhesieverfahren und klärt ihn über die Risiken auf. In den OP-Sälen werden modernste Überwachungsmethoden zur Sicherheit des Patienten eingesetzt. Eine Besonderheit stellt die Anlage von Schmerzkathetern bereits vor Narkoseeinrichtung dar. Auch nach der OP überwacht anästhesiologisches Fachpersonal auf der Intensivstation und im Aufwachraum die Vitalfunktionen der Patienten. Die moderne Anästhesie sorgt sich um das Wohl des Patienten vom Beginn bis zum Ende des Krankenhausaufenthaltes. Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei uns in der Schmerztherapie, hier insbesondere auch in der Anlage von Schmerzkathetern. Bei chronischen Schmerzen besteht die Möglichkeit zur stationären Schmerztherapie. Die Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie verfügt über 58 Betten. Schwerpunkt ist unter anderem die Unfallchirurgie, in der das gesamte Spektrum der Fachrichtung behandelt werden kann. Für Berufsunfälle ist eine große Ambulanz eingerichtet. Es stehen alle modernen Möglichkeiten der Diagnostik zur Verfügung, wie zum Beispiel der Computertomograph oder das Durchleuchtungsgerät. Operationen werden nach dem Kenntnisstand der aktuellen Entwicklung in der Chirurgie geplant. Für die Durchführung auf hohem Niveau stehen modernste Techniken zur Verfügung. Wenn immer möglich, werden in unserer Abteilung die Operationen minimalinvasiv durchgeführt, das heißt unter Ausnutzung der sogenannten Schlüssellochtechnik. Die dafür benutzten nur sehr kleinen Schnitte führen nach der Operation zu einer Reduktion der postoperativen Schmerzen, insgesamt zu einem verbesserten Heilverlauf und damit auch zu einer Reduktion des stationären Aufenthaltes. Alle Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane werden in der Gynäkologie diagnostiziert und behandelt. Besonderen Wert legen wir auf die schonende Behandlung der Patientinnen. Schwerpunkt ist hier die minimalinvasive Chirurgie. Über 550 Babys erblicken bei uns jährlich das Licht der Welt. Frauenärzte, Hebammen, Kinderärzte und Kindergartenschwestern versorgen die Mütter und deren Neugeborene. Die monatlich stattfindenden Informationsabende geben den werdenden Eltern die Möglichkeit, Klinik, Kreissaal und Hebammen kennenzulernen. 9 liebevolle und einfühlsame Hebammen unterstützen die werdenden Mütter vor, während und nach der Geburt. Mit viel Respekt und Verantwortung gehen die Hebammen individuell auf jede einzelne Geburt ein. An der Klinik Bad Aibling gibt es eine Hauptabteilung für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und spezielle plastische Kopf-Hals-Chirurgie. Das Spektrum umfasst die gesamte Tumorchirurgie und alle Formen der Ohrchirurgie, einschließlich der Chirurgie von Innenohrimplantaten, die in Kooperation mit dem Romed-Klinikum Rosenheim angeboten werden. Zusätzlich wird eine HNO-Belegabteilung geführt. Neben der Traumatologie des Fachgebietes werden alle Hals-Nasen-Ohrenärztliche Operationen sowie endoskopische Verfahren mit und ohne Laser durchgeführt. Einen besonderen Schwerpunkt stellt sicherlich die Versorgung mit elektronischen Innenohrprothesen dar. Die Abteilung der Inneren Medizin mit 62 Betten umfasst die Gastroenterologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, internistische Intensivmedizin, Geriatrie, Rheumatologie und die Notfallmedizin.
Diagnostisch liegen die Schwerpunkte in der Sonographie und Endoskopie, die jeweils mit modernsten Geräten von erfahrenen Ärzten durchgeführt werden. Auch Vorsorgeuntersuchungen wie die Darmspiegelung werden durchgeführt, auf Wunsch auch ambulant. Das Elektrokardiogramm ist eine der effektivsten Untersuchungsmethoden des Herzens. Bereits mit Hilfe des Ruhe-EKGs können häufig Hinweise auf abgelaufene Herzinfarkte gewonnen werden. Auch Herzrhythmusstörungen und Durchblutungsstörungen des Herzmuskels können so diagnostiziert werden. Wir Spezialisten für innere Medizin wählen immer die beste Behandlungsmethode. Unser Ziel ist eine ganzheitliche und schonende Behandlung sowie ein geringes Infektionsrisiko. Zusammen mit der Abteilung für Chirurgie wird ein gastrointestinales Funktionslabor betrieben. Hier werden Funktionsstörungen und Erkrankungen der Speiseröhre und des Magens mit modernsten Geräten untersucht. Medikamentöse und operative Therapien werden so optimal kombiniert. Im modern eingerichteten klinischen Labor erfolgt automatisch die gesamte für die Akutmedizin erforderliche Diagnostik. Rund um die Uhr steht das erfahrene Team zur stationären und ambulanten Labordiagnostik zur Verfügung. Ziel unserer palliativmedizinischen Arbeit ist die Verbesserung der Lebensqualität unserer Patienten. Neben der Linderung körperlicher Symptome sind Ärzte, Krankenschwestern, Seelsorger und Therapeuten bemüht, das soziale und psychische Wohlbefinden mit viel Fürsorge und Pflege zu erhalten oder wieder aufzubauen. Qualifiziertes Krankenpflegepersonal betreut die Patientinnen und Patienten, versucht den Bedürfnissen und Forderungen gerecht zu werden, Ängste und Vorbehalte abzubauen und die Hoffnung auf eine baldige Genesung zu fördern. Die hochwertige Patientenversorgung und die professionelle Durchführung von Beratung, Diagnostik und Therapie kennzeichnen unsere gemeinsame Arbeit. Das breit gefächerte Leistungsspektrum der Physiotherapie findet Anwendung in der ambulanten und stationären Behandlung der Bereiche Chirurgie, Innere Medizin, Gynäkologie und Orthopädie. Das Therapieprogramm wird speziell an die Bedürfnisse des einzelnen Patienten angepasst. Geschultes Personal verarbeitet frische regionale Zutaten zu abwechslungsreichen Speisen. Täglich stehen 3 unterschiedliche Gerichte auf dem Speiseplan. Diäten und Unverträglichkeiten werden natürlich berücksichtigt. Die Krankenhauskapelle steht den Patienten rund um die Uhr zur Verfügung, ob aufmunternde Worte oder ein offenes Ohr. Kommt gerne auf die Zimmer, um Hoffnung und Glaube der Patienten und deren Angehörigen zu stärken. Der Sozialdienst berät und unterstützt bei persönlichen, familiären und sozialen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Erkrankung eines Patienten. Fragen zu Haushaltshilfen, Reha-Maßnahmen, Betreuung sowie Alten- und Pflegeheimen können hier besprochen werden. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Film geholfen hat, einen Eindruck unseres Hauses zu gewinnen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserer Klinik und eine schnelle Genesung. Ihr Team der Klinik Bad Aibling.